fasse nochmal zusammen, Freunde. Diesen Sonntag, 2.4., 13 Uhr, ADR Rip Denim Jeans Release. Alle Informationen auf der IG-Page von ADR. Das Gute, die Denim könnt ihr hier einmal noch mal begutachten. Achtung, ja, sie ist ja weiß. Weit. Ne? Falls ihr noch Fragen habt, let me know. Fam, eine Sache, über die wir uns noch gar nicht unterhalten haben, ist die zweite Kollektion von Adidas mit Gucci. Vielleicht kann sich der ein oder andere dran erinnern, dass vor einem Jahr, anderthalb, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wann es war, die erste Zusammenarbeit zwischen Adidas und Gucci rausgekommen ist, die wir tatsächlich rein ästhetisch für gut empfunden haben. Aber jetzt kommt der zweite Drop und gerade auch die Adidas Sambas sind ja wirklich, so die Gucci Adidas Sambas, sind gehypte Schuhe, Sneaker. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir uns die ersten Looks schon mal angucken. Weil ich glaube, es gibt noch nicht die hundertprozentige, also es gibt noch nicht alles zu sehen, viel ich weiß. Aber so erste Sachen kann man schon begutachten. Alles ist online tatsächlich. Ich habe eine Seite, weiß nicht, ob das Leaks sind oder ob das official ist. Ich schau mal rein, Adidas mit Gucci, weil auch ich, wie nochmal, ich habe mir zwar von der Collab nichts gekauft, aber rein ästhetisch fand ich die besser als gedacht. Gerade wie gesagt, also diese Gazelle und Sambas, keine Ahnung. So, die sind ja, also ich persönlich würde die jetzt nicht rocken. Aber ich finde die ästhetisch. Und ich finde auch hier diese durchsichtige, diese Translucent Sohle kommt sehr, sehr knackig. Der ist dann schon ein bisschen cringe, um ehrlich zu sein. Der Schuh, es ist dieser Flux. Wie hieß dieser Schuh nochmal, Chat? Sagt mal schnell. Wie heißt dieser Schuh nochmal? Rabattcode gibt's nicht. Kommt im Sommer Shorts von ADR. Bro, check den Store ab. Da sind noch Shorts tatsächlich online. Aber ja, es wird bestimmt auch mal... Es wird diesen Sommer vielleicht eine neue geben. Aber tatsächlich nur eine kurze Hose. ZX, sorry. Aber der Schuh ist sehr, sehr cringe. Also wirklich. Also der sieht eher aus wie ein Deichmann-Schuh als alles andere. Auch die Farben. Ja, Farben kann man sich noch drüber streiten. Aber das ist mir sehr sus. Dann so Flipflops. Ah, der ist cool. Ey, Chat, der ist nice. Der komplett durchsichtige ist gar nicht mal verkehrt. Aber viel interessanter ist die Collab. Und gerade, was ich nice finde, sind wirklich die Farben. Hier das Rosa mit dem Rot, mit dem Grün kommt cool. Die Schnitte sind cool. Klar, das ist auch teilweise sehr großes, plakatives Branding. Wie zum Beispiel hier ist jetzt nicht so die Wave. Aber auch das kann ich... Also habe ich ein paar coole Fits mitgesehen. Die Tasche ist schon wieder sick. So ein bisschen dieses... Tourentasche, aber in klein gepaart. Und ich muss auch sagen, die Sachen, ich würde jetzt nicht alles immer an mir sehen, aber die Sachen können cool kombiniert kommen. Nicht alles natürlich. Ja, hier sowas, so ein typischer Rapper. Tracksuit darf natürlich auch nicht fehlen. Kappe bin ich jetzt auch nicht der biggest Fan von. Gucci T-Shirt. Ah. Also, guck mal, in allem Großen und Ganzen muss ich sagen, farbtechnisch geil. Wirklich sehr ausgefallen. Ich kann das appreciaten. Aber ich bin nicht der Typ dafür, der jetzt mit so einem gelb-rosa Windbreaker durch die Gegend läuft. Aber ich finde, es gibt Leute, die können das. Und aus dieser Warte muss ich sagen, sind schon ein paar coole Pieces dabei. Plus, man darf auch nicht vergessen, wer hätte jemals gedacht, dass Adidas mit Gucci eine Collab rausbringt. Klar, so nach Supreme, nach Supreme mit Louis Vuitton ist irgendwie gefühlt alles möglich. Aber so vor 10 Jahren war das so gut wie undenkbar. Ich finde, die Tasche gelbe ist geil. Die gelbe hat was, Chat. Die gelbe Tasche ist sick. Bestes Piece sogar bis jetzt. Ich finde, die Schnitte, gerade bei den Hosen, hätten noch ein bisschen mehr in diese Schlagrichtung gehen können. Weil unten sieht sie schon sehr regular aus. Das stört mich ein bisschen. Oh, geiles Piece. Auch so von dem Piece an sich. So ein Track-Jacket, aber dann mit so Knöpfen. Das finde ich nice. Es gibt mir halt so Retro keine Vibes. Meinung vom Chat. Kriegst du halt für einen Zehner bei Deichmann nur halt ohne das Gucci-Branding. Darauf wollte ich ja hinaus. Ich finde, bei den Schnitten hätte man mehr diese Gucci-Richtung fahren können. Was ich damit meine, sind wirklich diese eher altertümlichen Schnitte. Traditionelle Sachen, die dann aber auf Neuzeit kombiniert werden. Ja. Wirklich sowas in diese Richtung zum Beispiel, ja. So eine Anzugshose mit Schlag, so welche Kollegen. Aber man darf auch nicht vergessen, das ist halt immer noch diese Adidas-Welt, die da irgendwie bedient werden soll, muss. Und deswegen entwickelt sich das natürlich auch in die Richtung, in die es sich entwickelt hat. Zum Beispiel, aber wirklich farbtechnisch
muss ich sagen, kaum eine bessere Collab gesehen. Weil allein das Grün wunderschön, gepaart mit einem Rosa, mit einem Braun, Blau, wirklich Farben sind sick. Und ich sehe das auch wirklich auch als, gerade bei Frauen oder so bei androgynen Männern, da kommt das geil. Das ist natürlich Lost, sowas hier. Auch, guck mal, nochmal. Die Pieces an und für sich feiere ich jetzt nicht so krass. Der Hoodie. Gucci, Adidas. Das ist ja das eigentlich genau dasselbe, was Balenciaga mit Adidas gemacht hat. Nur in noch chappiger teilweise sogar. Aber farbentechnisch finde ich sehr gelungen. Gerade wenn man halt auf diese bunten Wave aufgeht oder am Fahren ist. Aber an und für sich muss ich sagen, dass gerade eher die Accessoires überzeugen. Ja, wie gesagt, die Sambas oder die Gazelle, der Sneaker, der finde ich geil. Ich finde diesen Slide nice, den Translucent. Der ist cool. Guck mal, da siehst du doch. Hier sowas. Davon hätte ich mehr erwartet. Von so welchen Hosen. Weil dann wäre es schnitttechnisch von der Schnittkonstruktion her auch viel spannender. Viel spannender. Oder gib mir da kein Recht. Ich finde dann, stell dich mal diesen Schnitt. Ich glaube, das ist sogar ein Body, also so ein Ganzkörperding. Aber stell dich mal den Schnitt von gerade zum Beispiel. Hey, Kollege, runter. Auf der Hose hier vor. Auf der Hose hier vor. Dann wäre das Ganze in eine andere Richtung gegangen. Wie zum Beispiel auch diese Jacke. Die sieht so ein bisschen aus, als hätte die Ballonärmel. Da wurde mal auch ein bisschen, wie gesagt, rumgespielt mit dem Tracksuit an sich. Und das fehlt mir so ein bisschen. Das wäre so dieses so, okay, man hätte wirklich beides in Einklang gebracht. Wobei dann hätte auch Gucci mehr im Vordergrund gestanden. Aber muss es ja auch irgendwie, weil so eine Adidas-Gucci-Collab, die holt sich ja kein Adidas-Konsument in erster Linie, sondern eher ein Gucci-Konsument, würde ich sagen, weil die Preise sind da Gucci-haft. Ja, muss man ja irgendwie schon auch sagen. Also jemand, der normal Adidas-Kunde ist, der wird dann nicht von 50 Euro Tracksuit auf 1000 Euro Tracksuit switchen, nur weil da irgendwie Gucci draufsteht, sondern dann eher ein Gucci-Konsument. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen hätte dieser Collab gut getan, wäre da mehr Gucci drin. Das ist so meine Opinion zu dem Ganzen. Farbtechnisch geil, aber da wäre noch ein bisschen mehr Potenzial nach oben gewesen, um ehrlich zu sein. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, auch wenn ich jetzt nicht so 100% Fan bin und mir auch nichts kaufen würde. Also es ist jetzt kein Piece dabei, bis auf vielleicht, weiß ich nicht, so eine Tasche. Ja, aber ich hole mir jetzt keine Gucci-Tasche mit Adidas für 3000 Euro oder so, wisst ihr, ich meine? Es ist jetzt kein Piece dabei, wo ich sage, boah, das muss ich jetzt haben, aber trotzdem kann ich es irgendwie appreciaten. Da fallen mir andere Collabs schon viel schwerer, da irgendwie so ein, sorry, dass ich jetzt so rude bin, aber so ein Sinn drin zu sehen, weiß ich meine. Wisst ihr, wie ich meine? So, da ist so manchmal, sorry, sinnfrei. So, keine Ahnung, wer kauft den Schrott? Aber hier sehe ich tatsächlich auch Leute, die das rocken und auch geile Fits damit machen können. Und deswegen fehlt mir auch dieser Gucci-Schnitt teilweise, weil das wäre dann nochmal dieses Oha. Na? Bild. Naja, alles im allen, wie auch schon bei der ersten Kollektion, kein schlechtes Ding, aber auch nicht 100% überzeugend. Da fehlt, wie gesagt, noch so eine kleine Nuance, um mich so 100%ig abzuholen. Welche Collab war besser? Balenciaga mit Adidas oder Gucci mit Adidas? Die Frage oder die Antwort habt ihr ja gerade schon so ein bisschen gehört. Ich fand farbtechnisch die Gucci besser. Ich fand logotechnisch auch die Gucci besser. Sitzt da derselbe Ansatz, sehr plakativ alles. Aber ich finde, es harmoniert mehr mit Gucci als mit Balenciaga. Diese ganze Adidas-Sache. Wo ich aber bei Balenciaga den Vorteil sehe, ist wirklich dieses Schnitte. Ja, da wurde halt mehr irgendwie dieser Balenciaga-Vibe reingetütet. Weil das ist schon sehr oversized. Das ist schon sehr bulky. Und wenn ihr mich dann fragt, was würde ich eher tragen? Definitiv Adidas mit Balenciaga. Weil Gucci, Balenciaga, wahrscheinlich Gucci, Balenciaga, aber gab's ja auch schon. Gucci mit Adidas ist halt nicht meins. Also klar gibt's auch Pieces, die könnte ich anziehen, aber das wäre es mir dann nicht wert, dafür so viel Geld auszugeben. Ich lieber was anderes nehmen.